das ja möglicherweise bald vorbei sein wird mit unserem Geld, weiß man ja nicht, ob sie nicht untergeht, die schöne Geldwirtschaft, nicht? Kann ja sein, habe ich da jetzt mal in meiner Bibel nachgeschaut. Erstes Buch Mose, Genesis, wie das so war, wann er das denn erfunden hat, der Gott, das Geld. Hat er aber gar nicht. Der hat Himmel und Erde geschaffen und dann das Licht und dann das Meer und Gras und Kraut und Bäume, die Sterne und Getier und dann die Menschen. Und er sah, dass es gut war. Aber kein Geld hat er erfunden. Weiß nicht, wer das erfunden hat. Gott jedenfalls hat geruht am siebten Tag. Und jetzt, ein paar tausend Jahre später, jetzt schaue ich und ich sehe, dass gar nichts mehr gut ist. Eigentümliche Sache, dieses Geld. Eine Ware, die nur funktioniert, wenn man ihr vertraut. Die aber dann, wenn ihr alle vertrauen, auch funktioniert. Ich meine, meinem Computer vertraue ich auch, aber der funktioniert deshalb auch nicht immer. Und wenn ich ihm nicht vertraue, funktioniert er vielleicht grad. Also bei dem gibt's keinen Zusammenhang zwischen Vertrauen und oder die einzige Ware, deren Menge unbegrenzt ist und deren Menge sogar dramatisch wachsen kann, was aber nie etwas ändert. Es wird immer einen Mangel an diesem Gut geben. Eigentümlich. Noch eigentümlicher. Wenn die Nachfrage nach dem Gut wächst, dann wird es nicht knapper, sondern es explodiert die Menge. Und umgekehrt, wenn die Nachfrage sinkt, dann ist es nicht in größeren Mengen vorhanden, sondern im Gegenteil. Gerade dann wird es zu einem verdammt knappen Gut. Wertwachstum gebiert neuen Kredit und damit weiteren Wertwachstum. Der Boom bläht die Geldmenge auf, was wiederum den Boom aufbläht. Das ist schon auf simpel strukturierten Finanzmärkten der Fall und erst recht auf immer unregulierteren, immer ausdifferenzierteren, auf denen ein neues Finanzierungsinstrument nach dem anderen erfunden wird. Und wenn die Blase dann platzt, dann wird Geld einfach mit einem Federstrich vernichtet. Das heißt aber im Grunde, wenn man es gar nicht so unbedingt braucht, also nicht als Privatmensch braucht man es immer, aber als Volkswirtschaft, dann ist es unbegrenzt vorhanden, aber wenn man es brauchen tätert, dann fehlt's. Und das ist ja das genaue Gegenteil von Gütermärkten, weil wenn die Nachfrage auf Gütermärkten wächst, dann wird das Gut zu einem Mangelgut, der Preis steigt und wenn sie fällt, die Nachfrage, dann gibt es so viel von dem Gut und dann fällt der Preis. Also insofern funktionieren die Gütermärkte ja wirklich effizient und tendieren zu diesem berühmten Gleichgewicht, wie die Marktideologen lobpreisen. Aber bei Finanzmärkten ist das genau umgekehrt, ganz anders und deshalb kann Marktwirtschaft auf Gütermärkten funktionieren, das heißt aber noch lange nicht, dass sie auf Geldmärkten funktioniert. Und weil man geglaubt hat, freie Geldmärkte funktionieren genauso effizient wie Gütermärkte, deshalb hat man sie dereguliert und damit hat man sie zerstört, die Finanzmärkte. Man wollte ihn befreien, diesen Markt, und was hat man jetzt davon? Jetzt ist er hin, dieser Markt. Ja, so funktioniert dieses Geld. Und solange es da ist, also solange es nicht zusammenbricht, zirkuliert dieses Geld. Und gelegentlich schaut es im Zuge dieser Zirkulation bei mir vorbei. Leider grüßt es halt nur flüchtig, aber lang bleiben tut es bei mir nie. Das ist bestimmt woanders daheim, das Geld. Und letzte Woche, da war ja hier auf meinem Blog so eine wunderschöne Werbung von Raiffeisen drauf. Und die hieß, gut zu wissen, wo mein Geld zu Hause ist. Meinen die, mein Geld ist bei Raiffeisen zu Hause? Und damit machen die auch noch Werbung? Also, wenn ich eine Bank wäre und ich würde eine Werbekampagne planen für den Oktober 2011, also für eine Zeit, wo wieder neue Bankenrettungsprogramme fällig werden und sich die Leute eh massenhaft darüber aufregen, dass bei ihnen gespart wird und die Banker sich die Boni einsacken, also dann würde ich eigentlich nicht den Slogan erfinden, gut zu wissen, wo mein Geld zu Hause ist. Also ich finde, bei der Agentur, die diesen Slogan erfunden hat, da gibt es so intelligenzmäßig noch ein bisschen Luft nach oben. Geld. Ich finde ja, man sollte uns, wenn man uns vom Wohlstand doch ein paar Peanuts abgibt, so einen Zettel unterschreiben lassen, so eine Übernahmebestätigung. Betrug dankend erhalten. Also, aber wir Autoren, wir haben ja ein neurotisches Verhältnis zum Geld. Irgendwie verachten wir es ja, diesen hündischen Kommerz, das Geld verdienen. Es ist uns nicht wichtig, so eine lästige Notwendigkeit halt. Wir schreiben ja lieber unsere Texte, wir schnüffeln nicht am Geldschein, sondern am gedruckten Papier. Das sind unsere Wertpapiere, die halt nur selten in Geld aufgewogen werden. Und wenn ja, dann, wenn wir schon lang tot sind, also nichts mehr davon haben. Das erinnert mich an diesen superreichen Freund von mir, bei dem ich mal eingeladen war in seiner Villa und da sind wir gesessen im ersten Stock seiner Villa und haben Rotwein getrunken und spät am Abend macht er die Lade auf und zieht original Kafka-Handschriften raus. Die sammelt er, aber sowas kommt ja halt nicht gar so oft vor.
Aber um auf dieses neurotische Verhältnis zum Geld zurückzukommen, wie bei allen neurotischen Verhältnissen ist es dann trotzdem so, dass sich dann letztlich alles immer irgendwie ums Geld dreht. Auch bei uns Autoren, weil wir unsere Miete zahlen müssen und das Essen und die Schulskikurse für die Kinder. Und wir kreative Geister, wir haben ja auch noch immense Extraausgaben. Das Kokain und so. Haha, blöder Scherz, Herr Inspektor. Das war Ironie, Ironie. Sie müssen mich jetzt nicht gleich verhaften, das war nicht ernst gemeint. Fiction, Fiction. Sie dürfen nicht alles ernst nehmen in der Literatur und auch nicht in der Schundliteratur von uns Videobloggern. Aber nicht nur, weil wir essen müssen und die Miete zahlen, dreht sich alles um das Geld und weil wir es uns als Sicherheitspolster in die Matratze stopfen. Nein, das glauben die Ökonomen vielleicht. Die sagen, ja, Geld, das hat Tauschfunktion und Wertaufbewahrungsfunktion. Sonst nichts. Was wirklich in den Banken funktioniert, das begreifen gerade die klassischen Ökonomen überhaupt nicht, weil sie glauben, es gibt eine Güterproduktion und das Geld hat sozusagen nur eine Schmierfunktion, dass das läuft wie geschmiert, dass die Güter auch die erreichen, die sie brauchen, dass die Güterproduktion selber gar nicht laufen würde ohne Finanzierung. Na, das ist exterritorial zu deren System gewissermaßen. Ja, echt, man glaubt das gar nicht, ist aber so. Deswegen werden die auch immer überrascht von den Finanzkrisen. Huch, die darf es doch gar nicht geben, sind ja gar nicht vorgesehen in dem Modell. Depperte Wirklichkeit hält sich nicht an deren Modelle. Aber das Geld hat ja auch noch andere Funktionen. Beispielsweise die Anerkennungsfunktion. Leicht zu erklären, wenn einer für mich arbeitet und ich sage zu dem, tolle Arbeit, was du da geleistet hast, tolle Arbeit. Und dann gebe ich ihm 2 läppische Euro, da wird der sich in seiner Arbeit aber gar nicht gewürdigt fühlen, auch wenn ich sage, dass sie ganz toll ist. Dagegen, wenn ich dem wortlos, ohne Respektbezeugung, einfach 2000 Euro gebe, wird sich der sehr wohl anerkannt fühlen in seiner Arbeit. Mit Geld drücke ich heute bei uns, so wie die Dinge bei uns liegen, aus, wie sehr ich das schätze, was er tut, wie sehr ich ihn schätze. Ja, so ist es. Also ich mache jetzt gar nichts mehr gratis, außer für die Ute Bock natürlich oder für meine Freunde oder wenn mir schon die Einladung schmeichelt oder wenn es mir peinlich ist, Geld zu verlangen. Naja, wenn ich es mir recht überlege, mache ich circa die Hälfte gratis. Blöd nur, dass die SVA nie was gratis macht. Wenn ich zu denen sagen würde, hey, ich zahle euch nur die Hälfte und die andere Hälfte verbucht sie unter Charity, na, da würden sie nicht drauf einsteigen. Oder die Bank, die gibt sich auch nie mit 50% zufrieden. Die will immer 100%. Plus natürlich die Gebühren. Die Bankomat-Einschaltgebühr und die Bankomat-Ausschaltgebühr, die automatische Türöffnungsgebühr, was auch immer. Die sind total kreativ in Gebührensachen, sodass man am Ende für alles zusammen für die dann auch noch die Kreativitätsgebühr zahlen muss. Kreativitätsgebühr, die tät mir gefallen. Die sollte ich auch mal verrechnen. Das Geld wird, beobachtete Georg Simmel schon vor 130 Jahren bald, jenes unbedingte Ziel, dessen Erstrebung überhaupt in jedem Augenblicke prinzipiell möglich ist, im Gegensatz zu den konstanten Zielen, von denen nicht jedes zu jeder Zeit gewünscht wird oder erstrebt werden kann. Dadurch wird dem modernen Menschen ein fortwährender Stachel zur Tätigkeit gegeben. Es ist ein Ziel, es ist potenziell immer da, daher die Unruhe, Fieberhaftigkeit, Pausenlosigkeit des modernen Lebens. Aber es hat natürlich auch seine guten Seiten. Das Geld. Wir wären alle ärmer ohne Geld, sagt der Kulturphilosoph. Das hätte ich auch ohne sie gewusst, erwidert der Hungerleider. Was werden wir nur machen, wenn die Geldleute es endgültig kaputt gemacht haben, unser Geld?